Herzlich willkommen zum WLAN 24 Adventskalender zur Interview-Session. Heute mit einem Projekt IT aus Wiel. Sie haben hier vor kurzem das schöne Stück veröffentlicht, also CD Planet Erdbeerdörtli, habe ich es richtig gesagt? Oder, ein bisschen besser tönt es wahrscheinlich schon, wenn ihr es sagt. Da haben wir auf der einen Seite Rian, besser bekannt als Epic, stimmt. Und auf der anderen Seite haben wir den Can. Weil man ihre Namen so einfach verwechseln kann, hat auch er sich einen Künstlernamen so da. Er nennt sich als Rapper Tackle, richtig. Jetzt nennen wir euer Projekt IT, ist das wegen der Künstlernamen, oder? Genau. Ich habe noch Spannung gefunden. Du heisst ja Tackle und ja, wie ist der Künstlername entstanden bei dir? Also, hat ja nichts mit Can zu tun an und für sich. Ich habe den Pfadi Tackle geheissen. Und dann habe ich gedacht, das ist eine gute Abkürzung. Okay. Und deiner Epic, wie ist der entstanden? Auch ein Pfadi-Name, oder? Nein. Ich habe am Anfang recht viel freestylt, einfach sowieso, und irgendwann habe ich dann gefunden, ich brauche einen Künstlernamen. Und bin dann so irgendwie am Überlegen gewesen. Und dann bin ich ziemlich in der Schule gesessen und wir hatten Deutsch. Und dann ist es halt so um Lyrik, Epik und Drama gegangen. Und ich finde, Epik ist ein mega krass Künstlername und es ist sehr abgehoben, habe ich dann mittlerweile gemerkt, aber jetzt ist er halt da. Also stellst du dir nicht so vor, hey, ich bin der Epic und... Nein. Jan. Bist du Jan? Okay, super. Ja, eben, ihr schaffen ja schon eine Zeit her, zusammen. Wieso ist es so lang gegangen, bis ihr jetzt endlich einmal ein fix fertiges Album gemacht habt? Hey, ein Album ist einfach eine recht grosse Sache und wir wollten einfach zufrieden sein. Und darum haben wir zuerst anderes Zeug rausgebracht. Also wir haben ein Mixtape rausgebracht, ein EP. Wir haben beide Solener Mixtapes rausgegeben. Und jetzt sind wir endlich an dem Punkt angekommen, wo wir genug sind die Erdbeere genug gereift. Ja, ja. Gereift quasi. Jetzt haben wir mal etwas Anständiges gemacht. Ihr seid auch solo unterwegs. Wie ist so die Balance? Also machen ihr auch bei eurem Solo-Zeugs, geben ihr es aneinander zum Hören und holen Feedback ab? Oder machen ihr da ein bisschen die eigenen Gärtchen? Und wir waren solo unterwegs. Also mittlerweile machen wir aktuell nur zusammen. Ich mache einfach noch viel so Freestyle-Battles unterwegs. Mhm. Sonst haben wir eigentlich als Projekt IT so genug zu tun, wo wir glaube nicht noch ein Projekt nebenan machen müssen. Mhm. Wie harmonieren wir? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn jetzt ihr einen Song habt? Also wie entsteht ein Song bei eurem Projekt? Ist einfach der Beat und dann einmal die Idee von einem, oder? Die Idee ist meistens das Erste und nachher suchen wir uns Beats aus und dann läuft es bei uns so, dass wir Parts beide selber schreiben und die Hooks schreiben wir zusammen oder jemand kommt mit der Hook und dann wird sie so ein bisschen zusammen angeschaut und dann machen wir zusammen noch so ein bisschen Arrangement-Sachen und so. Aber Parts an sich entstehen bei jedem selber. Habt ihr da nie jeweils grosse Diskussionen, was für Beats das ihr nehmt? Oder sind ihr da recht gut? Nein. Miteinander? Man hört es auch auf dem Album, Beats sind sehr abwechslungsreich. Also, wir finden auch beide sehr viel Zeug cool. Und wir wollen uns auch wie nicht so festlegen auf eine Art von Beat. Und darum, Diskussion gibt es eigentlich selten. Und wir sind gepickt und dann machen coole Song draus. Ja. Es ist ja wie ein bisschen, wenn glaube einfach jemand Nein sagt, dann wird es auch eh noch einfach nicht gemacht.
Und dann gibt es wie nicht eine Diskussion, wo man dann sich noch probiert. Okay, dann ist, also wenn 50% von euch sagen, ja, nein, den will ich nicht, dann wird er einfach nicht gemacht. Okay. Ja. Wie ist es bei euch? Also, eben, wir arbeiten ja jetzt momentan noch recht mit Beats zusammen. Wer da mal plant, so mit einer ganzen Band vielleicht in ein Studio gehen oder irgendwie mal einen Song aufnehmen, projektmäßig, um irgendwann mal ein bisschen weg von diesen Beats, oder sind wir sehr zufrieden mit dem, wie es so ist? Ja, also aktuell sind wir recht zufrieden mit den Beats. weil es halt auch sehr viele gute Produzenten gibt, die man Beats können picken. Aber ob es mal Projekt IT Band gibt, das haben wir jetzt noch nicht angedacht und wir wollen es jetzt nicht. Wenn ihr ein bisschen auf euch zukommen quasi. Ja, genau. Genau. Was ich mich immer ein bisschen frage, also es ist ja es ist eher so ein bisschen Boom-Bap, was ihr eigentlich macht, oder? Oder ja, es ist eher klassischer Rap. Es ist jetzt nicht irgendwie Trap oder sehr, sehr urmodern klingt er jetzt nicht, oder? Ja. Ist jetzt das beleidigend? Nein, sorry. Nein, aber es ist schon eher so ein bisschen klassischer Rap. Ja. Oder? Wie beobachten ihr denn so die aktuelle Szene, wo es so viele verschiedene Variationen von Rap gibt? Lasst euch das kalt und finden ihr einfach, wir machen jetzt unser Ding? Oder lasst ihr so Strömungen in eure Musik auch reinfliessen? Also wenn man geil findet, ist, glaube ich, viel mehr als das, was man macht. Weil geil finden wir eigentlich ziemlich alles, was rauskommt, was einfach gut ist. Und nicht jetzt irgendwie stilrichtig bezogen soll. Und machen tun wir einfach eher so ein bisschen den klassischen Rap, weil wir irgendwie einfach mit dem aufgewachsen sind und da jetzt einfach am besten können. Mhm. Du arbeitest ja auch noch bei Eidgenossen, hast du gesagt. Mhm. Wie ist es? Also, ist es immer noch so, dass jede Woche 5-6 verschiedene Schweizer Alben im Rap-Bereich rauskommen und wir das vielleicht irgendwie außerhalb der Szene gar nicht so mitkriegen? Also, es kommt sicher viel raus, ja. Nicht unbedingt Alben, weil eben heutzutage ein Album machen ist nicht mehr so gang und gäbe. Viele Singles kommen natürlich raus. Auch sehr viel Cooles. Und ja. Also ist es eine ziemlich lebhafte Szene nach wie vor? Auf jeden Fall. Ja. Also ich würde sogar sagen, so lebhaft wie noch nie. Was ist der Bündner Rap für euch? Nehmen ihr das wahr? Oder ist es eher so ein bisschen, wenn man im Kanton St. Gallen ist, dass man so ein bisschen in seinen Mecken ist und vielleicht noch so die ein bisschen überregional sind, dass man die wahrnimmt und sonst aber nicht wirklich dabei ist? Eben, man nimmt es sehr wahr, ja. Oder auch gerade, was uns prägt hat. Also, wir Bündner Rap extrem prägt so. Mit Breitbild und so. Mhm. Ja. Aber also, ja, eben, sehr prägt und auch aktuell. Also, so LIV und G-Speed sind ja auch gestern, also respektive am 3.12. Ja. auch ein sehr, sehr geiles Album, muss ich geben, wo auch immer noch sehr cool ist. Also dann kennen wir die Dialektbarrieren in dem Sinn nicht, oder? Von uns aus gesehen nicht. Aber umgekehrt. Ja, es ist natürlich auch mit dem Planet Erdbeer-Törtlin, das ist natürlich schon eine gewisse Ironie dahinter. Wie schwierig ist es mit eurem Dialekt respektiert zu werden? Also sehen wir es so in der Musikszene, oder? Oder ist das auch nicht mehr so schwierig wie früher? Nein, es ist schwierig. Schon immer noch. Also es ist nicht nur in der Musikszene schwierig, sondern es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Ein ganz normales Gespräch ist schwierig, wenn du in einer anderen Stadt bist. Ja. Also du kannst eigentlich fast nichts machen oder nichts sagen, ohne dass dir jemand macht. Ja, aber eben, wir machen ja jetzt hier sicher ein bisschen Werbung für euren Dialekt und dass es ein bisschen gesellschaftlich akzeptierter wird.
Wo können wir euch das nächste Mal sehen? Also habt ihr im Sinn Plattentaufe und etwas? Ja, genau. Wir haben am 8. Januar Plattentaufe im Gardelier Zwil mit Super Support Act Young Randstein und Afterparty Young Pornovisi. Es wird ein Fest. Es wird ein Fest. Hoffen wir, dass Corona euch keinen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Ja, Angst. Nein, ich sage danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Und den sehr energetischen Auftritt könnt ihr auf Kultur nachschauen. Das war es schon gewesen. Projekt IT. Schauen rein. Die gibt es überall zum Streamen auch. Planet Erbert Dörtli. Und lernen wir doch ein paar Wörter, die es nur in dem schönen St. Galler Dialekt gibt. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Danke. Das war's. Danke. Danke vielmals.